So, hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute Tag 9 unserer Tour. Wo sind wir gerade? Wir sind in Ungarn, in der Nähe vom Plattensee. Es hat den ganzen Tag fast nur geregnet. Die Babys sind richtig sauber. Also so richtig sauber. Ich hatte schon lange nichts mehr den Regen kommen den ganzen Tag an. Und ich wollte es auch nicht, aber es bleibt uns anders übrig. Was haben wir heute erlebt? Wir haben früh Abschied genommen vom Helmut und der Gelinde und da möchte ich auch ganz herzlich Danke sagen und sind von Wolfsberg aus über Rischitz, Timișoara in Richtung Serbien aufgebrochen. Serbien haben wir ausgelassen, die haben eine Inzidenz von fast 900. Das ist nicht unbedingt gut, da coronatechnisch reinzureißen. Und die Ecke hätte dann nur Arbeit gemacht. Also sind wir um Serbien rumgefahren, sind direkt nach Ungarn und jetzt, wie gesagt, in der Nähe vom Plattensee. Es war echt schwer, was zum Schlafen zu finden. Bei dem Regen und mit nassen Klamotten muss man nicht im Wald draußen schlafen. Wir haben bestimmt 6 oder 7 Übernachtungsstätten am Wegesrand abgeklappert. Keiner wollte uns haben. Die haben alle gesagt, sie sind voll. Vielleicht stimmt es auch und ich liege da falsch. Auf jeden Fall haben wir keinen Platz bekommen. Wir sind hier durch die Großstadt Donau irgendwas, also Donau, keine Ahnung, wie das heißt. Und haben da diverse Hotels abgeklappert. Die sind ja alle dunkel. Es ist eine schlechte Zeit für sowas. Alternativ wäre natürlich Zelt gegangen, aber ich habe nasse Socken. Mein Oberteil ist das Einzige, was trocken ist an mir. Da brauche ich das jetzt eigentlich nicht. Ne? Deshalb haben wir einen Campingplatz gesucht und hatten auch Glück. Wir sind die einzigen Gäste hier auf dem Campingplatz in dieser tollen Location. Und nachdem wir jetzt etliche Tage schon wieder nicht geduscht haben, ist das auch nicht verkehrt, wenn wir uns da mal waschen können. Deshalb bin ich jetzt auch gerade allein. Der Jörg steht unter der Dusche. Wir haben weder was gegessen noch groß getrunken, deswegen machen wir jetzt Zabarab. Jörg duscht, ich dusche. Da hinten ist irgendwo ein Restaurant, da gibt es Fisch. Da wird dann da wieder alles aufgefüllt. Und dann machen wir uns Gedanken über morgen. Wir sind quer durch Ungarn gerast hierher. Mit dem Ziel, dass wir eventuell den Tet Richtung Glatz morgen nochmal einsteigen. Der müsste so 15 Kilometer vor uns liegen. Den habe ich mir auf dem Navi markiert, wenn das Wetter passt. Die Reifen sind noch gut, die haben diese 2800 Kilometer bis jetzt ganz gut mitgemacht. Auch die Hinterreifen haben noch ausreichend Profil, es ist fast zu dunkel hier. Ja, also da geht noch was. Wir mussten einfach raus aus Rumänien, weil da einfach Schnee kommt. Es ist Oktober, ne? Das ist gar nicht so unüblich. Das hat richtig gepisst und es fängt an zu schneien. Die Berge sind schon, die Karpaten sind da, was oben schon weiß. Und man muss sich das wirklich nicht antun, dass man dann im Schnee heimfahren muss. Ist ja auch von der Sicherheit nicht unbedingt gut. Jo, was kann ich noch erzählen? Viel gibt es da nicht zu erzählen. Also wie gesagt, im Regen, der Grenzübergang war problemlos. Die Rumänen wollten gar nichts sehen, nur die Ungarn wollten die Papiere sehen. Die haben sich matz amüsiert, dass wir beide die gleichen Taschen haben und beide die gleichen Papiere. Das sind ja auch die gleichen Mopeds, ne? Und dann beide noch einen deutschen Pass. Also fand ich jetzt überhaupt gar nicht lustig und konnte ich auch nicht drüber lachen. Aber wenn die das freut, dann ist das auch okay. Wir haben einiges gefilmt, auch durch die Städte durch. Aber das gibt es halt nachher erst geschnitten, wenn der Johannes dann Zeit hat. Und schon schön anzuschauen, aber natürlich wäre es viel schöner gewesen, wenn es von oben nicht so feucht gewesen wäre. Dann zur platonischen Liebe von gestern. Also, platonisch wisst ihr, aber wen ich ganz an euch lieb, ist meine Familie. Das ist meine Andrea und meine zwei Kinder, die mir die Zeit geben, hier mitzufahren. Und das ist ja nicht alltäglich heute. Ne? Und da will ich ja ganz herzliches Dankeschön sagen. Ich weiß nämlich nicht, ist heute
Der letzte, also vorletzte Fahrtag, unser LKW steht ja in Wien, wir haben ja nichts mehr so weit dahin. Ne? Deshalb muss ich die Zeit nutzen, da Danke zu sagen. Ich will auch dem Helmut und der Gerlinde nochmal Danke sagen, dass sie uns aufgenommen haben dort, dass wir mit dabei sein konnten. Und die haben uns auch wieder eingeladen. Und ich glaube, ich muss wirklich mit der Familie mal dahin fahren. Dann unseren Sponsoren, ne? Die hier alle schön drauf sind. Das Dekor sieht noch besser aus als meins. Ich habe meins schon ziemlich durchgerockt. Muss ich auch Danke sagen, ne? Also ich rock meins durch. Und allen daheim in der Firma, die das weitermachen, ne? Die das da weiter rocken. Wolfgang, Willi, meine Mom, mein Dad, dass man einfach sowas machen kann. Ne? Da ein herzliches Dankeschön. So, jetzt gehen wir mal in die Location rein. Ich hoffe, wir erwischen den Jörg nicht nackig. Ich warne ihn mal vor. Haben wir echt Glück gehabt. Also schön mit einer Küche. Da machen wir uns gerade unser Wasser warm. Damit es dann halt auch einen lecker heißen Kaffee gibt. Bist du angezogen? Nett. Coole Dusche. Unser heutiger Trockenraum. Und da drüben drehe ich mal um, dass man nichts sieht. Unser geiles Bett. Also achtmal besser als im Freien zu schlafen. So, für mich langt's für heute. Ich gehe jetzt unter die Dusche. Ich wärme mich jetzt auf und schau dann, dass wir. Also uns dürfen wir nirgendwo rein. Das sieht immer ganz komisch aus. Alles halt zum Trocknen aufgehängt. Ich schaue dann, dass wir was zu futtern kriegen und dass wir fit für morgen sind und dass wir morgen dann eventuell nochmal in diesen Ted einsteigen und euch dann abends davon berichten können. Es ist geil, dass ihr immer dabei seid. Wirklich geil. Ich danke euch auch fürs Zuschauen. Ich kann es immer nur sagen, abonniert uns in Instagram, Facebook und wo auch sonst. Macht diese scheiß Glocke an, dass das auch funktioniert. Danke, dass ihr zuschaut. Euer Manuel von SWD Sports. Jörg, willst du noch Tschüss sagen? Jetzt sieht aus wie der Ciao. Wuschel. Ciao, du schwitzt ja richtig. Bombe.